So, hallo und herzlich willkommen, Sportsfreunde. Es geht mal wieder ein bisschen weiter mit Geschichten von der Front. Allerdings von demjenigen der beiden Leute hier, der noch eine 460 GTX am Start hat und nicht derjenige, der mit einer 430 zocken muss. So, wir sitzen hier im Firestarter Ember und wollen mal gucken, was hier so abgeht. Also, ihr habt das vielleicht schon mitbekommen, oder für diejenigen Leute, die anderen Videos von Felix nicht gucken, der gute Mechlix oder MWO-Lix oder ich weiß nicht genau, wie der sich hier nennt, der ist ja praktisch wie der NSA-Doppelagent von YouTube, hat ein Problem mit seiner Graka, und zwar ist sie ihm abgeraucht. Wir hatten zuerst eine Zeit lang auf das Netzteil spekuliert, hat sich dann auch ein neues geholt, eingebaut und so weiter, aber obwohl das wirklich ansonsten tipptopp gelaufen ist, hat er genau das gleiche Fehlerbild, also auch nicht irgendwie mal kurz korrigiert oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach die Grafikkarte. Ist häufig verdächtigt, selten tatsächlich wirklich der Fall, dass die Grafikkarte schuld ist. Diesmal war es die Grafikkarte. Naja, was will man machen, ist halt manchmal so. So, geht aber nicht mehr lange, dann hat er auch wieder eine gescheite Grafikkarte, das würde ja keine grafisch hochwertige Spiele auch mal wieder hier bringen und muss nicht die ganze Zeit irgendwelchen Gubbelscheißer machen. So, ich bewege mich mal wieder zurück, weil die Gegner fangen an mit Pupo nach mir zu werfen. Erstens, zweitens möchte ich nicht sehen, dass mein Team denkt, ich wäre ein Vorreiter und dass die alle über die Ridge kommen. Das geht nicht. Aus diesem Grund bewege ich mich jetzt mal über den Berg und in deren Richtung. Ja. Ich weiß nicht, ich bin in letzter Zeit irgendwie ein bisschen davon abgekommen, Heavys zu spielen. Ich habe das ja schon häufiger gemacht. Ich bin da eigentlich auch ganz versessen drauf, aber bei mir Einheiten intern hat sich ja so einiges bewegt und deswegen liebäugle ich ein bisschen mehr mit Lightmechs, die sich bei mir noch ein bisschen beschränken auf jetzt den Ember und auf die Jenner, die ich da habe. Und ja, aber ich denke, da wird unter Umständen demnächst dann der Raven, wollte ich eigentlich, da wurde mir aber gesagt, naja, mach das bloß nicht, ECM Raven, keine gute Alternative zu Spider, also wird es bei mir entweder die Spider werden, oder ich ziehe den Firestarter nach der Ember jetzt durch, oder ich muss mal gucken, was es wird. So, falls ich irgendwie irgendwas eklatant falsch machen sollte, dann lass mich das bitte wissen. Also was die Aufnahme angeht, nicht was das Spiel angeht, das interessiert mich herzlich wenig. So, also wir haben die übliche Parkhaus-Situation. Ah, scheiß drauf, gehen wir brawlen. Klarer Fall von YOLO. Ja. Ja, ja. Ja, ich habe doch gar nicht groß dran rumgemacht an dem Ding. Also ich finde 4 Metal Laser und 4 Machine Guns sind eigentlich schon ziemlich geil. Ich habe natürlich ein bisschen an den, ich sag jetzt mal, Soft Skills herumgebaut. Insgesamt allerdings finde ich das Konzept sehr, sehr haltbar. Weil wenn halt erstmal was offen ist, dann gibst du dem halt relativ schnell dann gibst du dem halt relativ schnell über die Machine Gun den Rest. So. Das ist natürlich nicht so geil gewesen gerade. In einem Atlas vor die Flinte laufen. Ja, gibt Schöneres, ja. Es ist wie der gute MWO-Lix sagen würde, wie wenn eine Frau auf dem Marktplatz in Indien stolpert. Ja, komm, geben wir ihm ein bisschen dreckig hier. Zack, weg ist er. Sehr gut. Tun wir so, als wenn wir es gewesen wären. So, dann haben wir noch einen draußen auf dem Wasser und noch einen direkt vor der Haustür. Warhawk! Geil, Mann, den Clan mich. Na, wenn ich irgendwas gerne bumse, dann sind es ja wohl... Oh Gott im Himmel, heilige Scheiße! Wieso? Wieso? Hey, Junge, ich hab dir schon mal gesagt, ein Kid Fox ist kein Leitmech, ein Kid Fox ist ein Medium-Mech, dem drei Chromosomen fehlen, ey. So, Low Signal ist wieder weg, sehr gut. Gut, wir sind jetzt ein bisschen angebumst oder so, aber pff, letztlich, pff, YOLO, YOLO, geht das noch? Ja, ich glaube YOLO kann man sagen. So, dann gehen wir mal zurück in die Schlacht, gucken uns die Scheiße nochmal an. Oh, und was haben wir hier? Da haben wir doch einen K2, der uns seinen offenen Rücken zeigt. Ja, ja, schieß halt auf mich, du Spacko. Nicht stehen bleiben mit einem Leiten, nein, nicht stehen bleiben. Nicht vor einem K2 stehen bleiben! Ja, hinter einem K2 stehen bleiben! Da hab ich Bock drauf! Geh weg, Centurion! Geh weg, Centurion! Du stinkst nach Maggi! Geh weg! Hey, übrigens, ich finde es total lustig. Ich habe neulich mal Pete's Meat gesehen und dann habe ich irgendwie gehört, hier von wegen, woher habt ihr das mit dem, du schnickst nach Maggi? Tatsächlich ist es so gewesen, als ich in der 5. Klasse war, und lasst euch das gesagt sein, das ist verdammt lange her, kam mein großer Bruder nach Hause
Das war schon vorher, das war, da war ich in der dritten oder so. Da kam mein großer Bruder nach Hause und hat genau den Spruch dabei gehabt. Da hat er den Spruch dabei gehabt, deine Mutter riecht nach Maggi. Das hat natürlich unter uns Brüdern recht wenig Sinn gemacht, das war trotzdem lustig. Aber tatsächlich ist dieser Spruch eigentlich schon verdammt uralt. Und als ich den neulich bei Pete Smith wieder gehört habe, da habe ich mich einfach dermaßen weggelachflasht. Ich kam einfach nicht drauf klar. Wunderbar, Leute. Genauso sieht es aus. Ja, nachdem überlegt ihr mal Geschichten von der Frau, dann läuft es 11-0, Junge. So, mal gucken, wie geil wir gewesen sind. Wie hammergeil wir waren. So, lass sehen. 187 Damage, aber ein Kill und 5 Assists. Das ist ein nice one. Nice one. 143.000. Das ist der Hammer. Jawohl, Junge. So, das war's. Geschichten von der Front ist damit für diese Folge vorbei. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.